Mit einem Klassendiagramm modelliert man die Klassen und Beziehungen zwischen Klassen eines Systems. In diesem Video präsentiere ich euch die zentralen Komponenten von Klassen wie Attribute, Methoden und Sichtbarkeiten sowie Assoziationen zwischen Klassen. Mit dem Tool Draw.io modellieren wir beispielhaft die Grundzüge einer Universität. Ein Klassendiagramm wird zur Darstellung von Klassen eines Programms und deren Beziehungen untereinander eingesetzt. Eine Klasse beinhaltet Attribute und Methoden und dient somit als Implementierungsbeschreibung. Die Instanzen einer Klasse nennt man Objekte. Aber wie wird so eine Klasse in einem UML-Klassendiagramm modelliert? Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir möchten eine Universität modellieren. Zugegeben, sehr vereinfacht. In unserer Universität gibt es Professoren und Studierende. Professoren halten Vorlesungen und Studierende besuchen diese. Betrachten wir zunächst mal die Professoren. Professor stellt eine Klasse in unserem Klassendiagramm dar. Für die Klasse legen wir einen rechteckigen Kasten an, den wir in drei Abschnitte unterteilen. Ganz oben steht der Klassenname, also Professor. Darunter folgt eine Liste von Attributen. Attribute sind die Eigenschaften der Klasse. Ein Professor hat einen Namen und eine eindeutige Identifikationsnummer. Außerdem wollen wir uns sein Alter und sein Gehalt speichern. Damit haben wir bereits einige sinnvolle Attribute für die Klasse Professor gefunden. Den Attributen weisen wir jetzt noch ihren Datentyp zu, falls wir diesen kennen. Name ist beispielsweise ein String, also eine Zeichenkette, und Alter ein Integer. Weiter geht es mit den Methoden. So ein Professor kann eine Vorlesung halten oder auch mal eine Kaffeepause einlegen. Außerdem kann der Professor etwas Schlaues sagen und Hausaufgaben benoten. Auch bei den Methoden können wir einen Datentyp angeben. In dem Fall ist das der Rückgabewert der Funktion. Beim Kaffeetrinken wird zum Beispiel nichts zurückgegeben. Die Methode zum Benoten der Hausaufgaben gibt die Punktzahl zurück, die der Studierende erreicht hat. Nehmen wir mal an, das ist ein Integer. Das ist nun unsere Klasse Professor. Wir können jetzt noch Sichtbarkeiten angeben. Hier haben wir die Wahl zwischen einem Plus für Public, einem Minus für Private, einer Raute bzw. Hash für Protected, dann können nur die Klasse und Unterklassen auf das Attribut oder die Methode zugreifen, oder die Tilde für Package. Bei Package ist das Attribut oder die Methode nur innerhalb des Pakets sichtbar. Die Klassen Student und Vorlesung füllen wir nun nach demselben Prinzip. Einige Klassen haben gemeinsame Attribute und Methoden. Professor und Student sind beide Personen. Lasst uns also noch schnell eine Klasse Person erstellen, die diese gemeinsamen Attribute und Methoden beinhaltet. Wir möchten aber nicht, dass von der Klasse Person ein Objekt instanziiert werden kann. In diesem Fall benötigen wir eine abstrakte Klasse. Das modellieren wir ganz einfach mit dem entsprechenden Schlüsselwort Abstract. Die gemeinsamen Attribute können wir aus den Klassen Professor und Student löschen. Gleiches gilt für die Methode Sag was Schlaues. Stattdessen sollen die beiden Klassen von der abstrakten Klasse Person erben. Das wird durch die Vererbungsbeziehung gekennzeichnet. Der Pfeil zeigt immer auf die Oberklasse der Vererbungsbeziehung. Wir sagen Professor und Student erben von Person. Die Klasse Vorlesung steht jetzt noch ziemlich allein. Das wollen wir ändern, indem wir Assoziationen verwenden. Es gibt eine Beziehung zwischen Professor und Vorlesung, denn der Professor kann eine Vorlesung halten. Außerdem gibt es eine Assoziation zwischen Student und Vorlesung. Der Student besucht eine Vorlesung. Wir haben direkt auch Navigationsrichtungen verwendet. Hier gibt es unidirektional, also nur in eine Richtung, bidirektional, also in beide Richtungen, oder wir geben keine Navigationsrichtung an. Das machen wir, falls wir die Navigationsrichtung nicht kennen, nicht modellieren möchten oder es der Implementierung überlassen wollen. Die Assoziation können wir noch benennen. Außerdem können wir Rollennamen vergeben, müssen es aber nicht. Zusätzlich kann man modellieren, wie häufig eine Assoziation auftreten kann. Das nennt man Kardinalität. Häufige Kardinalitäten sind 1, 0 bis 1, 0 bis Stern oder Stern. Der Stern steht für beliebig viele. Wir haben modelliert, dass exakt ein Professor eine Vorlesung hält und ein Professor 0 bis 3 Vorlesungen halten kann. Eine Vorlesung kann wiederum von beliebig vielen Studierenden besucht werden. Abschließend möchte ich euch noch ein Online-Tool vorstellen, mit dem ihr schnell und einfach Klassendiagramme und auch andere UML-Diagramme erstellen könnt.
Das Tool Draw.io ist kostenlos und ohne vorherige Registrierung frei verwendbar. Ich erstelle ein leeres Diagramm. Links können wir zwischen zahlreichen Elementen auswählen. Nehmen wir mal eine Klasse und modellieren den Professor. Wenn man den Klassennamen anklickt, kann man der Klasse anschließend einen neuen Namen geben. Die Liste der Attribute und Methoden kann ganz intuitiv vergrößert werden, damit wir genügend Platz haben. Die Attribute und auch Methoden tragen wir dann genau so ein, wie wir es gewohnt sind. Wir geben Sichtbarkeiten, Namen und Typen für jedes Attribut und jede Methode an. Für die abstrakte Klasse Person brauchen wir eine neue Klasse. Ich nehme hierfür das Interface, ersetze aber das Schlüsselwort durch Abstract. Hier folgen wieder die ausgelagerten Attribute und Methoden. Assoziationen könnt ihr direkt von der Klasse aus ziehen. Im Menü rechts seht ihr für die ausgewählte Assoziation einige Einstellungsmöglichkeiten. Wir müssen nur die Pfeilspitze ändern, damit wir eine Vererbungsbeziehung modelliert haben. Nach dem gleichen Prinzip könnt ihr dann auch die übrigen Klassen Student und Vorlesung erstellen und mit Informationen befüllen. Assoziationen können ebenfalls benannt und mit Kardinalitäten versehen werden. Wenn euch ein Textfeld fehlt, könnt ihr das selbst einfügen. Das Diagramm könnt ihr auch speichern, damit ihr es später noch weiter bearbeiten könnt. Abschließend könnt ihr euer Klassendiagramm auch exportieren. Hier empfehle ich euch PDF oder PNG. Und so könnte euer erstes kleines Klassendiagramm aussehen.